Ach du Scheiße, was mache ich denn? Kann er einfach schlagen? Bin ich denn völlig bekloppt? Da ist ein Läufer, der die Dame schlägt. Völlig vor mich hingeträumt. Was für ein Quatsch. Das kommt davon, wenn man nicht konzentriert ist. Ja. Turm D5. Mann, Mann, Mann. Da muss ich ihn über die Zeit heben. Ja, obwohl das Quatsch ist. Wir spielen mit plus 2 Sekunden. Wie konnte mir das denn passieren? Dass ich einfach einzügig was eingestellt habe. Egal. Ich bin nicht besonders konzentriert. Echt lustig. Aber ist das lustig? Irgendwie verrückt, dass ich das so eingestellt habe. Egal. Muss ich ein bisschen schneller spielen? Ich habe auch einen Bauern weniger, ne? Auch noch. Er möchte natürlich die Damen tauschen, was ich natürlich nicht machen kann. Dann kann ich auch gleich aufgeben. Eigentlich könnte ich auch aufgeben. Was hat er gemacht? Läufer D4? Okay. Ja, das ist ein bisschen doof, weil dann macht er den, ne? Beitrittsanfragen nur während der Partien. Zwischen den Partien, aber nicht da. Ist natürlich ein bisschen albern, so zu verlieren. Einfach ein simpel eingestellt, einzügig. Macht keinen Sinn, weiterzuspielen. Ich habe eine Figur weniger. Zurück zum Turnier. Ich nehme mal ein paar Beitrittsanfragen an. Insbesondere die, wo klar ist, dass die den Stream verfolgen. Wenn ihr dem Team beitreten wollt und im Stream seid, dann schreibt bitte noch einen Satz dazu. Dann weiß ich immer, anstatt einfach nur den Standardsatz zu übernehmen, weil dann weiß ich nicht, ob das Leute sind, die dem Team wirklich beitreten wollen. Komm, besorgen wir mal. Schönes Geräusch. Raphael Carlsen führt das Turnier an. Wie geil ist das denn? Schön. Freut mich. So, jetzt konzentriere ich mich auf die Partien hier. Chat bleibt Chat. Geht halt nicht beides.
The Blunder Greek, genau. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen Kirschwasser trinken statt Wasser. Ich glaube, das ist mir in der Arena noch gar nicht passiert, dass ich eine Figur einzügig stehen gelassen habe. Das war es bei den 11 Arenen, glaube ich, das erste Mal jetzt. In Zeitnot, ja, aber nicht einfach so ohne Zeitnot, einfach, pff, weil ich den Läufer vergessen habe auf F1, ich Trottel. Ligua führt mit 22 Punkten. Wer ist Ligua? Kenne ich nicht. Zum ersten Mal dabei. So, ich hatte doch gesagt, während der Partien wechsle ich nicht das Fenster. Springer E5. Kann ich jetzt nicht einfach hier schlagen? Ja, kann ich, ne? Mache ich auch. Gegen Hetman FC. Hetman FC hört sich an wie ein englischer Fußballclub. Jetzt habe ich ein Bäuerchen mehr. Ja, mein Gegner spielt ein bisschen langsam, aber ist okay. Ich plane den hier oder den hier und dann eventuell den Springer hier rein irgendwann. Das war sowieso mein Plan. Springergabel, nimm da raus. Ich könnte auch da nehmen. Ja, dann kommt der Springer eventuell nicht raus. Komm. Keine. Wann gibt es wieder einen deutschen Schachweltmeister? Tut mir leid, Leute, keine Ahnung. Aber Vincent Keimer ist auf jeden Fall eine deutsche Nachwuchshoffnung, bei der man zumindest, ja, ich will nicht sagen Erwartungen, das ist so ein bisschen Druck vielleicht, aber er schaut sowieso nicht zu, also kann ich sagen, Erwartungen.